Ein Flugzeug fliegt mit einer waagerechten Geschwindigkeit von 720 Kilometer pro Stunde. Der Pilot wirft aus der Höhe von 1500 Metern eine Bombe ab. Der horizontale Abstand zum Ziel beträgt 3500 Meter. Klein a, wie lange dauert der Fall der Bombe? Klein b, wird die Bombe ihr Ziel erreichen? Klein c, berechne die Geschwindigkeit der Bombe im Augenblick des Aufpralls. Wir stellen uns die Situation so vor: Die Bombe wird abgeworfen mit der horizontalen Geschwindigkeit V0. Hier ist der Anfangspunkt. Wir wissen, dass die Laufbahn eine Parabel ist, und hier ist der Landepunkt. Die numerische Anfangsgeschwindigkeit V0 beträgt 720 Kilometer pro Stunde. Das heißt 720.000 Meter pro 3600 Sekunden, also 200 Meter pro Sekunde. Wir zeichnen diesen rechten Winkel. Wir wissen, dass diese Höhe a gleich ist zu 1500 Meter. Wir wissen, dass diese horizontale Distanz d 3500 Meter beträgt. Was wir suchen, sind erstens die Zeit von diesem Bombenfall, Zeit, die wir in Sekunden ausdrücken. Dann wird gefragt, ob diese horizontale Distanz d wirklich die Reichweite von diesem Fall ist. Und in klein c wird noch die numerische Geschwindigkeit der Bombe beim Aufprall gefragt, Geschwindigkeit, die wir in Meter pro Sekunde ausdrücken. Um diese drei Fragen zu beantworten, wählen wir ein Bezugssystem, zum Beispiel so. Wir wählen den Ursprung an diesem Punkt. Die X-Achse ist horizontal, nach rechts orientiert, Einheit 1 Meter. Die Y-Achse ist vertikal, nach oben orientiert, Einheit 1 Meter. Dieser Punkt P, der die Bombe darstellt, das heißt dieser Massepunkt P, unterliegt ständig seiner Gewichtskraft. Die Gewichtskraft wirkt vertikal auf den Punkt, also wirkt keine horizontale Kraft auf den Punkt, und deshalb, je nach dem Trägheitsgesetz, ist die Bewegung von diesem Punkt auf der X-Achse eine GGB. Da die Gewichtskraft senkrecht auf diesen Massepunkt P wirkt, das heißt parallel zur Y-Achse, ist die Bewegung von diesem Punkt auf der Y-Achse, je nach dem Grundgesetz der Dynamik, zweites Gesetz von Newton, eine GGBB. Auf der X-Achse ist die Geschwindigkeit also konstant, das heißt Vx ist gleich zu V0 und die zurückgelegte Distanz ist gleich zu dieser konstanten Geschwindigkeit mal die Zeit t. Auf der Y-Achse haben wir eine GGBB, das heißt, die Geschwindigkeit auf der Y-Achse ist gleich zu minus g mal t. Das Minus kommt daher, dass die Fallbeschleunigung nach unten orientiert ist, die Y-Achse aber nach oben. Und bei dieser GGBB gilt auch Y gleich diese Anfangsdistanz h minus gt² geteilt durch 2.
Dieses Minus wieder aus demselben Grund. Gefragt wird in klein a die Dauer von diesem Fall. Wir wissen, dass beim Landepunkt y 0 ist. Wir wissen aber auch, y gleich h minus gt Quadrat geteilt durch 2. Wenn wir also hier drin y durch 0 ersetzen, dann ergibt das als Zeit t die gesuchte Zeit vom Fall der Bombe. Also machen wir das. Wir ersetzen y durch 0 und finden so, dass gt Quadrat halbe gleich h sein muss. Also ist t gleich zur Quadratwurzel von 2 mal h geteilt durch g. Wir ersetzen h durch 1500. Wir ersetzen g durch 9,81. Und somit finden wir für t diese Quadratwurzel. Der Taschenrechner liefert ungefähr 17,5. Die Dauer vom Bombenfall beträgt also ungefähr 17,5 Sekunden. In klein b sollen wir überprüfen, ob diese angegebene Distanz d der Reichweite von diesem Bombenfall entspricht. Das machen wir natürlich auf der x-Achse. Auf der x-Achse gilt x gleich v0 mal t. Und wenn wir t durch diese 17,5 Sekunden ersetzen, so finden wir die Abszisse x von diesem Punkt. Wir ersetzen auch v0 durch 200. Und somit erhalten wir, dass diese Distanz x gleich ist zu 200 mal 17,5, das heißt 3500 Meter. Und das ist die Reichweite von diesem Fall. Und diese entspricht der angegebenen Distanz d, also Endantwort auf Frage b, ja. Yes. In klein c sollen wir die numerische Geschwindigkeit der Bombe beim Aufprall berechnen. Wir wissen, dass die vektorielle Geschwindigkeit v gleich ist zu Vektor vx plus Vektor vy. In diesem rechtwinkligen Dreieck ergibt der Satz des Pythagoras sofort, die Hypotenuse v ist gleich zur Quadratwurzel der Summe der Quadrate von den beiden Katheten vx und vy. Wir dürfen vx ersetzen durch v0 und vy ersetzen durch minus g mal t. Also so. Jetzt ersetzen wir V0 durch 200, G durch 9,81 und T durch 17,5. Somit erhalten wir diese Rechnung und der Taschenrechner liefert uns den Wert 263,68. Also die Geschwindigkeit der Bombe beim Aufprall beträgt ungefähr 263,68 Meter pro Sekunde. Wir betrachten die Bewegung vom Massepunkt P und können schön erkennen, längs der x-Achse haben wir eine GGB, und längs der Y-Achse eine GGBB. Hier sind unsere drei Endantworten zusammengefasst.